Hallo Steinchen-Fans, herzlich willkommen zurück in der Bausteinecke. Mein Name ist Matthias und schaut mal, was ich euch hier Schönes mitgebracht habe. Ein tolles kleines Architekturset von Wangi, die 4219 aus 969 Klemmbausteinen für knapp 27 Euro kostet sie aktuell. An sich ein sehr, sehr schönes Set. Leider hat mein Modell hier einige Mängel, die ich euch gleich gerne zeigen werde. Aber erst kommen wir mal zur Box. Die haben wir nämlich hier. Ich finde das bei den Wangi-Schachteln immer wahnsinnig schön, dass sie hier nochmal zum Vergleich ein Bild des Originals dazu gemacht haben, des Originalgebäudes. Auf der Rückseite hat man dann immer noch schön einen kleinen Text, wann das Gebäude gebaut wurde, von wem es gebaut wurde, warum es gebaut wurde und also schönes, kleines, unnützes Wissen, was aber einfach durchaus interessant sein kann. Genau das gleiche haben wir dann auch nochmal bei der Anleitung. Die ist schön und einfach verständlich. Nicht so wie bei anderen Sets von Wangi, die wir schon hatten, dass teilweise so viele Teile verbaut wurden, dass man den Überblick verloren hat. Aber hier geht es wirklich sehr gut. Das Ganze ist fadengebunden und ja, mochte ich sehr, sehr gerne. Wangi hat übrigens ja auch seit geraumer Zeit Bauschritte. Das ist bei diesem Set auch schon der Fall. Vier Stück sind es insgesamt. Ja, was hat mir an diesem Set gefallen? An diesem Set gefällt mir sehr, sehr gut die Optik. Wenn das Set steht, wenn die Tower Pit steht, dann ist sie sehr, sehr schön. Solange man sie nicht bewegt. Zumindest bei meinem Set hier. Ich muss dazu sagen, dass ich dieses Set schon sehr, sehr oft verkauft habe und bisher nahezu keine, nein, eigentlich gar keine Reklamationen dazu bekommen habe. Von daher gehe ich davon aus, dass alles, was ich euch hier jetzt als negativ zeige, nur spezifisch für mein Set gilt. Ich habe da einfach ein schlechtes Montagsset erwischt. Ist halt einfach blöd gelaufen. Ist natürlich nicht genau das, was man sich vorstellt, wenn man, oder wenn man was vorstellen möchte. Aber gut, so ist das Leben. Ich zeige es euch erstmal von vorne. Schöne Front, wie ich finde. Die Türmchen, also diese ganze Brücke ist komplett gespiegelt. Das heißt, wenn ich euch diese beiden Seiten gleich zeige, dann wisst ihr, auf den beiden Seiten hier sieht es exakt genauso aus. Hier, ich finde den Detailgrad hier an den Türmen sehr, sehr schön. Auch hier vorne finde ich, hat man einen sehr, sehr schönen Detailgrad. Ich finde, man kann sich sehr, sehr gut vorstellen, wie die Brücke da aussieht. Was mir besonders gut auch gefallen hat, sind hier unten die angedeuteten Betonpfeiler, die dann im Wasser stehen. Ich finde, da kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine Brücke ist, die in einem nicht ganz langsam fließenden Fluss steht. Und die Themse ist schon, ja, die fließt schon ganz gut. Jeder, der mal in London war, wird ja wahrscheinlich die Tower Bridge gesehen haben oder besucht haben und hat dann auch mal die Themse beobachten können. Und die fließt schon recht zügig eigentlich. Hier die Fliesen, genauso wie auf der anderen Seite und auch hier vorne, sind bedruckt. Das ist auch sehr, sehr hochwertig. Die sehen sehr, sehr gut aus. Und ich mag die Optik der Türmchen hier oben. Musste gerade noch mal drüber nachdenken. Also, wie das hier oben gestaltet ist, gefällt mir sehr gut. Nachdenken musste ich deswegen, weil damit hört das, was ich zu meinem spezifischen Set hier Positives sagen kann, leider auch schon auf. Erstmal die Sachen, die ich allgemein nicht sehr schön finde, was bei jedem Set der Fall sein wird. Die Ketten hier, oben und unten, sind gleich lang. Ich mache die hier unten mal ab, damit ich euch das besser zeigen kann. Das heißt, die sind gleich lang und deswegen ist die oberste natürlich gespannt. Die unterste hängt sehr, sehr weit durch. In der Anleitung ist das anders, oder auch auf den Bildern allgemein ist es anders dargestellt. Da sieht es so aus, als wären die oberen und die unteren Ketten gleichermaßen gespannt. Aber hier unten erkennt man schon, da ist halt nur hier unten so ein kleiner Bogen drin, dass der in echt mit realer Schwerkraft so nicht da bleibt und die restliche Kette gespannt bleibt. Das kann sich, glaube ich, jeder denken. Das ist leider, leider etwas, was ich sehr unschön finde. Da hätte man die Kette oder müsste man die Kette ziemlich genau um ein Glied kürzen, dann würde sie wirklich gut aussehen. Dann haben wir hier oben diese Konstruktion. Das sind zwei lange Technikplates und die werden in der Mitte nur durch diese Konstruktion aus einer Fliese und zwei einer Baurichtungsumkehrern
festgehalten. Man hätte da, sehr gut, man hätte da problemlos einen 1x2 Baurichtungsumkehrer-Brick nehmen können. Haben sie leider nicht gemacht, warum auch immer sie 1x1er genommen haben. Dadurch wird eben diese Konstruktion hier in der Mitte nur durch die Fliese gehalten, nicht durch die beiden Bricks selbst. Und das, es hängt halt ein wenig durch. Es sieht einfach nicht, es ist einfach nicht gerade. Es sieht einfach nicht wirklich akkurat aus. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das hätte man mit dem Tauschen eines einzelnen Steins besser lösen können. Dann, ich weiß nicht, ob das bei mir bei diesem Set spezifisch ist oder auch allgemein, diese Seite hier liegt sehr schön auf. Diese hier federt. Das ist natürlich dem Scharnier geschuldet. Die Scharniere sind übrigens top. Man kann also die Brückenteile auch einfach nach oben machen. Das ist gar kein Thema. Macht man sie wieder runter, federt das eine Teil halt leider. Die Ketten sind meiner Meinung nach minimal zu kurz. Das heißt, diese Teile hier stehen ganz, ganz leicht nach oben. Die sind ganz, ganz leicht nach oben geneigt, da eben durch die Kettenlänge bedingt. Und das war im Grunde genommen das, was ich sagen wollte, was generell an diesem Set meiner Meinung nach leider nicht ganz so gut ist. Die Optik ist sehr, sehr schön. Details, wie gesagt, haben ihre Schwächen. Bei meinem speziellen Set, wo ich sehr, sehr davon ausgehe, dass ich einfach ein Montagsset erwischt habe, ist, dass diese 1x1 Rundbricks, die ihr hier links und rechts an den Türmen überall seht, nicht der Wangequalität entsprechen, um es höflich auszudrücken. Die sind unter aller Sau. Zum einen, diese Bricks haben fast keine Klemmkraft, was man von Wange ja sonst gar nicht kennt. Aber die haben fast keine Klemmkraft und zudem haben die alle am unteren Rand einen kleinen Gussgrat. Das resultiert dann darin, dass wenn man die einfach aufeinander stapelt, die natürlich eine andere Höhe haben als die restlichen Steine. Und hier ist es jetzt sogar so schlimm, dass am Ende diese Säulen hier um mehr als eine Noppenhöhe höher sind. Was damit passiert, ist ganz einfach. Die Querverbindung schafft keinerlei Sicherheit. Es gibt hier theoretisch eine Querverbindung. Einmal diese 1x3 Plate hier. Und auch hier ist es sogar, ihr seht, es hat nicht wirklich Klemmkraft. Ich muss nur das Teil runternehmen und die anderen fallen weg. Hier ist sogar eine 1x6er, 1x8er, Blödsinn, die hier über diese schwarze Plate drüber gehen soll. Dadurch, dass halt hier überall unten Gussgrate dran sind, ich kann sie euch auch gerne mal zeigen. Hier zum Beispiel, wenn es denn fokussiert, dass überall unten sind die halt so minimal höher. Und das reicht aus, um in der Summe einfach, ja, diese eine Noppenhöhe höher zu sein. Und damit, das ist bei allen Säulen so, also die halten alle überhaupt nicht. Deswegen ist das Set zum Hinstellen schön, zum Bewegen, aber leider nicht geeignet. Deswegen konnte ich es auch eben nicht kippen. Normalerweise hätte ich es gerne gekippt und euch in der großen Kamera dann einmal noch rundherum gezeigt. Das ist hier leider jetzt nicht möglich gewesen. Aber wie gesagt, ich habe sowas noch nie als Rückmeldung bekommen von einem Kunden. Von daher gehe ich davon aus, dass es einfach nur bei mir diese 1x1 Round Bricks durch die Qualitätskontrolle gerutscht sind und ja, war einfach blöd gelaufen. Abgesehen von diesen kleinen Schwächen, finde ich, es ist ein sehr, sehr schönes Set. Aber diese kleinen Schwächen muss man halt einfach kennen, damit man am Ende nicht enttäuscht ist. Ja, ich glaube, damit ist im Grunde genommen alles gesagt, was ich euch erzählen wollte. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal im Stream vorbeischaut. Ich streame jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag ab 20 Uhr auf Twitch. Da bauen wir dann solche Sets auf, quatschen ein bisschen über die Sets, quatschen allgemein über Gott und die Welt und haben einfach eine schöne Zeit. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ansonsten bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.